Zwams. Schlecht würfeln aber mit Stil, Folge 23. Heute wieder mit dem Jörg. Hallöle. Und ja, nicht nur mit dem Jörg und mir, wir haben auch einen Gast. Hallo Paul. Ja, zu dir, wer du bist, was du bist, warum du hier bist, da kommen wir gleich mal zu. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit unserer guten alten Tradition an, mit dem Würfelwurfraten. Ich würfel mal meine vier Würfel, der Jörg muss ja immer noch. Ja, ja, und, leider. Ja, dann darf er. Oder möchtest du deinen Joker setzen? Genau, heute ist es Zeit, wo ich die Gelegenheit habe, meinen Joker zu setzen. Mein Joker heißt heute Paul und der Paul darf mich heute einfach mal raten. Und es, ich hoffe natürlich, dass er recht hat, aber wenn er direkt recht hat, dann fühle ich mich auch schlecht. Oh je, die Latte ist hoch. Die Latte ist hoch. Auf jeden Fall. Also mit vier Würfeln, ich sag mal, der Michael hat eine 16. Eine 16, sagst du. Ja. Ja, das ist aber nur der eine Teil unseres Quiz. Das hat der Jörg auch schon mal geschafft. Oh, Katze. Die Summe richtig zu kriegen. Mal gucken, ob dem gleich so ist. Aber die schwierige Aufgabe ist ja, die vier Einzelwürfel zu benennen. Ja. Okay. Soll ich sagen? Jörg hat dich dominiert. Ja, also ich sag, da ist eine 6 dabei. Eine 5. Eine 3 und eine 2, das gibt 16. Das gibt 16 und ja, was soll ich sagen, mit den 16 lagst du auf jeden Fall schon mal richtig. Das gibt's doch nicht. Ja gut, das ist statistische Wahrscheinlichkeit, ne? Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber Jörg, ich kann dich schon mal beruhigen, bei deinem ersten Tipp lagst du auch mit der Summe richtig. Hm. Aber wir haben statt der 6, der 5, der 3 und der 2, 2 Sechsen, eine 3 und eine 1. Na verdammt. Aber ich ziehe meine Mütze, trotzdem war es gut, direkt mit dem ersten Raten die richtige Zahl zu haben, nicht schlecht. Ja, ich verrate jetzt nicht, dass ich eine geheimere Kamera bei Michael habe stehen. Ja, dafür, dass die Kamera ist, hast du aber schön gemacht, so die Zahl, die Hoffnung schüren, dass ich so recht, dass ich rauskomme aus der Nummer und dann leider die falschen Zahlen genannt. Okay, verstehe. Ja, verstehe. Nee, ich bin ein grundehrlicher Spieler, also Schummeln gibt es bei mir überhaupt nicht. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, ja, dann werde ich wohl nächstes Mal wieder raten müssen. Na gut. Ja, nächstes Mal schaffe ich das. Ich bin guter Dinge. Hast noch 11 Chancen, um mich zu schlagen. Besser zu sein als du. Erschaffe ich. Es reicht ja, wenn ich eine Folge vorher gewinne. Das stimmt. Ja, der Paul, der ist nicht hier, um mit uns Knizia oder nicht zu spielen. Nee, das stimmt. Der Paul, er ist darüber so ein bisschen, ich glaube, ist es dein eigenes Projekt? Möchtest du kurz erzählen, wer du bist, was du machst? Ja, nein, es ist nicht mein eigenes Projekt. Es steckt nur relativ tief mit drin. Und zwar reden wir heute über das Spielecafé der Generationen. Das hat seinen Sitz in Pfarrkirchen in Niederbayern. Also das ist ziemlich tief weit in Süddeutschland drin. Und ich muss von mir aus, ich bin in Weißenburg südlich von Nürnberg, also wir fahren da auch 2,5 Stunden hin. Und dieser Verein ist entstanden aus einem Spieletreff. Unsere Vorsitzende, die Petra, die ist der Motor des Ganzen und die hat eine Wahnsinnsenergie. Und dann ist der Treff immer größer geworden. Die haben also Räume im Gemeindehaus. Und dann war die Idee, man könnte auch Verlage fragen für Rezensionsexemplare. Das hat dann zur Folge, dass man das ja dann auch rezensiert. Und daraufhin gibt es den Spieleblog auf jungundaltspiel.de und da erscheint jetzt jeden Tag eine neue Rezension. Wir sind da ein Team bundesweit, die sich da also diese Arbeit teilen. Aber der Verein macht noch mehr. Also da ist einmal dieser normale offene Treff, wie man es kennt. Dann gibt es eine Pen und Paper Rollenspielgruppe. Dann gibt es ein Senioren-Seniorinnen-Treff. Und durch verschiedene Sponsoren, die Petra an Land gezogen hat, ist es möglich, dass der Verein sogar eine pädagogische Kraft eingestellt hat. Und die Anne, die geht in Kindergärten und Schulen
und arbeitet also dort mit Spielern, mit Kindern und die geht auch in Altenheime. Also unser Thema ist das generationenübergreifende Spielen und seit einigen Jahren gibt es auch das Siegel Generationenspiel. Ich vermute mal, dass ihr schon mal davon gehört habt. Tatsächlich, ich könnte jetzt nicht sagen, wer gerade gewonnen hat, aber ich weiß, dass da schon mal die Meldungen zu kamen. Aber wer hat alles schon bekommen? Oh, da gibt's eine ganze Liste. Also das Aktuelle war jetzt die Super Mega Lucky Box von Ravensburger. Und es ist so, dass wir das ja nicht einfach so machen, sondern da gibt's erstmal ein Beratungsgremium. Also das sind etliche dabei. Das ist zum Beispiel der Alibaba Spieleclub. Das ist das Deutsche Spielearchiv, die Brettspielakademie, das Institut für Ludologie, das Sächsische Institut für Spiel und auch die Meeple Queen, die Julia, die mit dabei ist in diesem Beratungsteam. So, die nennen alle Ideen oder wir sammeln Ideen, was denn geeignet sein könnte. Mehr dazu nochmal, was da in Frage kommt gleich. Und dann ist erstmal eine Runde, diese ganzen Vorschläge zu testen. Sind die denn wirklich generationentauglich? Und dann trifft sich das Entscheidungsgremium, da gehöre ich auch mit dazu, und entscheidet dann über diese Siegelvergabe. Und Sinn des Ganzen ist, das Spielen zu fördern mit mehreren Generationen an einem Tisch. Das war nämlich dann so mal die Beobachtung von der Petra, wenn das so ist, wenn mehrere Altersgruppen an einem Tisch sitzen, dass es Spiele gibt, die das schwieriger machen und Spiele, bei denen das leichter ist. Und dann gingen die Gedanken so los und dann hat sie so einen Katalog entwickelt, worauf es da eigentlich ankommt. Und daraus ist dann dieses Siegel entstanden. Wow. Jetzt muss ich mal fragen. Generationen, das ist ja jetzt, sag ich mal, so ein Begriff, der immer etwas weit gefasst ist. Ne? Unter was gibt es irgendwie so eine altersmäßige Einschränkung, auf die ihr schon guckt, weil ich... Also ich sag mal, so ein Vierjähriger ist natürlich auch eine eigene Generation, aber ein Vierjähriger wird ja vielleicht jetzt nicht mit dem, sag mal, 40-Jährigen zusammen am Tisch sitzen. Also kann natürlich schon sein, natürlich, aber ich denke, das ist nicht gemeint, oder? Irgendwie so, oder wie habt ihr, nee, oder gibt es. Ne? Du hast so natürlich Kinderspiele, wo die Erwachsenen mitspielen. Das ist nicht, was da gemeint ist, sondern es sollte jung und alt gleichwertig am Tisch sitzen und dass alle miteinander Spaß haben. Und das geht bei Kindern ja erstmal so richtig los, wenn die lesen können und vielleicht so zweite, dritte Klasse auch so ein bisschen die Grundrechner haben, also ein bisschen addieren können, dann kann man ja schon mehr an Spielen einfach anbieten. Und auf der anderen Seite bei den Senioren, bei den Älteren, da ist es ja so ein Ding, woran haben die dann auch Spaß? Weil es ja nicht nur so, dass es ein Kinderspiel ist und die Erwachsenen spielen mit, sondern es geht darum, dass die Älteren auch Spaß haben. Und nach oben hin ist die Altersgrenze natürlich völlig offen. Das hängt einfach von Spaß und Lust und auch dann von der Spielerfahrung ab. Ja, klar. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Also ich weiß das noch so aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja mal überlegt, so in den sozialen Gedanken, ob man nicht, ich sag mal, so ein bisschen sein Hobby auch ein bisschen sozial irgendwie ausrichtet und sagt, ich gehe einfach mal in ein Altersheim, biete da Spielenachmittage an oder irgendwie sowas. Und da hat man mir gesagt, pass auf, das sind die Leute sind da, die werden da nur Rummy Cup und irgendwas oder sowas mit dir spielen. Sag ich, ja, okay, ja, das ist vielleicht ein bisschen, ja, unausgewogen. Aber wir reden ja jetzt hier nicht nur über Rummy Cup, nehme ich mal an. Und wie kriegt man diese Leute? Also das würde mich mal interessieren. Also das ist spannend. Also ich habe da letztens selbst eine Erfahrung gehabt. Ich wurde eingeladen, nicht in so ein Seniorenheim. Das ist eher so ein Seniorenwohnstift, wo die Leute noch selbstständig wohnen. Und unsere ehemalige Buchhändlerin kümmert sich darum, dass sie denen so ein bisschen Freizeitangebote macht. Und die hat mich angeschrieben und sagt, Mensch, Paul, könntest du nicht mal einen Spielenachmittag anbieten? Gleich mit der Frage, wie formuliere ich das, dass die kommen? Weil der war es kurz vorher passiert, dass sich keiner angemeldet hat. Und dann habe ich gesagt, sag doch, Mensch, ärgere dich nicht, war gestern moderne Brettspiele leicht erklärt. Ja, dann hatten wir 7 Anmeldungen. Und wie ich gehört habe, 7 Anmeldungen, denke mir, oh, das wird alleine wird schwierig. Da habe ich meine Frau mitgenommen, weil die auch
einiges erklären kann von den Spielen natürlich. Und am Ende saßen da 17 Leute. Heißt aber nicht, dass die alle spielen wollten. Die hatten Kaffee und Kekse, die saßen da gemütlich beieinander und die musste ich dann schon ein bisschen überreden, was zu spielen. So, dann greife ich natürlich zu den Sachen, wo die Leute die Mechaniken wahrscheinlich kennen. Sprich, die kennen Mensch, ärgere dich nicht, biete ich mal Dog an. Dann habe ich am anderen Tisch Quicks angeboten, dann auch Würfelkönig und später an dem dritten Tisch die Super Mega Lucky Box. So, die haben sich dann schon drauf eingelassen und es ist erstaunlich, was man da alles nicht oder falsch verstehen kann. Also da braucht man eine unheimliche Geduld und ich denke, das konnte ich schon vermitteln, dass das Spaß macht und die haben sich schon drauf eingelassen und meine Traudel war da an dem Tisch mit dem Dog, was da so ein Mensch ärgere dich nicht mit Karten ist und die hat gesagt, das war unheimlich anstrengend, weil die eine hat überhaupt nicht auf die Regeln geachtet, die andere hat nicht gemerkt, dass sie dran ist. Also das ist ziemlich betreuungsintensiv. Und als Rückmeldung zwei Wochen später kam, naja, also eigentlich spielen die lieber Mensch, ärgere dich nicht, das war denen viel zu anstrengend. Aber die treffen sich nach diesem Nachmittag jetzt auch regelmäßig und spielen dann Romy und Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, das muss man auch lassen. Nur das Bild, was wir jetzt im Kopf haben von Senioren, älteren Menschen, das stimmt doch größtenteils gar nicht mehr. Es gibt viele, die unheimlich fit sind mit Internet, mit Smartphone, die inzwischen auch selber eine Spielekarriere hinter sich haben und die eben mehr können wollen als nur Mensch, ärgere dich nicht. Und dazwischen liegt, glaube ich, so ziemlich die Wahrheit auch mit unserer Generation spielen. Und wenn du mal so die Liste hast, also wenn ich solche Gelegenheit habe, wenn ich Leute habe, die entweder älter sind, die wenig oder kaum Spieleerfahrung haben, wenn Kinder mit dabei sind oder, wie ich es auch letztens hatte, mit barrierefreiem Spielen. Da habe ich einen Nachmittag in der Bücherei gemacht mit Behinderten. Also da sind die Siegelspiele absolut eine gute Wahl, weil ich weiß, die sind leicht erklärt, die machen Spaß und da komme ich sehr wahrscheinlich mit an. Wow, okay. Ja, so ein bisschen hat es ja schon bestätigt, aber... Aber ich sag mal so, wenn Leute auch Mensch ärgere dich nicht weiterspielen, das ist ja auch okay. Da bin ich auch ganz bei dir, ne? Das ist natürlich ganz schön. Ja, aber ich finde das wirklich spannend. Das habe ich mir schon gedacht, dass es gar nicht so einfach ist, so die Leute da so zum Teil hinzubekommen irgendwo, ne? Ja, ich meine, Entschuldige, wir sind ja auch schon etwas älter. Ich gehöre ja auch schon zu den Rentnern und wir haben so im Familienkreis eben auch Leute meistens so um die 70 mit dabei oder auch im Freundeskreis zwischen 60 und 70. Und die zwinge ich schon ein bisschen dazu, mal was auszuprobieren. Und dann schaue ich zu, dass ich das Richtige erwische, dass ich sie fordere, aber nicht zu sehr überfordere. Und beim nächsten Mal kann man an der Stelle schon weitermachen. Und bei den einen oder anderen hat das schon gezündet. Und bei anderen weiß ich, ich brauche mit meinen Spielen gar nicht kommen, das nervt die eher. Na gut, das sind dann aber wahrscheinlich auch eher Personen, die dem Thema Spielen dann generell gar nicht so zugeneigt sind oder nicht das Problem ist, dass man immer nur das Gleiche spielt, sondern dass man generell halt wenig spielt oder gar nicht spielt. Genau. Und die werden erstmal von mir so ein bisschen freiwillig gezwungen und manchmal zündet es und manchmal zündet es nicht. Ist halt so. Ja, wie bei anderen Hobbys auch. Ja. Ja, um vielleicht euch mal eine Vorstellung zu geben. Also erstmal kurz bevor ich jetzt auf die Liste komme, weil alles schon Siegel bekommen hat, alles bekannte Spiele, was für uns Kriterien sind, was uns wichtig ist. Denn wir testen ja in unserem Blog alle Arten von Spiele. Also wir testen auch Kennerspiele und kooperativ, ist ja alles dabei. Und wir schauen aber immer, ist es generationentauglich? Und da geht's schon mal los mit dem Material. Ist es griffig? Ist das leicht zu behandeln? Ist das stabil? Sind die Texte auf den Karten, auf den Materialien gut lesbar oder sind sie zu klein? Sind die Farben gut unterscheidbar oder nicht? Beispiel dafür, Würfelkönig hat bei uns das Siegel nicht gekriegt, weil braun und lila so nah beieinander liegen, dass du das eigentlich nur beim guten Licht erkennst und in normal guten Augen. Also dann diese Farbunterscheidbarkeit und mithin das beste Kriterium natürlich, macht es Spaß? Ist die Anleitung verständlich? Auch daran
darauf gucken wir, ist das alles gut geschrieben und kann man das gut nachvollziehen. Also das sind so mal im Groben die Kriterien, die wir erstmal haben. Und natürlich haben wir immer wieder diskutiert, gerade mit Hinblick auf die Älteren, wie komplex darf es denn sein? Weil wir haben ja durchaus ältere Personen, die etliches kennen und die wollen nicht nur seichtes Zeug. Also wir sind dann schon durchaus manchmal mit dem Level ein bisschen rauf. Ich gucke mir jetzt gerade mal so die letzten Rezensionen tatsächlich an, stimmt. Und ihr habt hier unten auch immer tatsächlich hier unten Bewertung, immer ne Spielmaterial, generationentauglich, Anleitung klar verständlich, Thema, okay, unverbraucht, ne? Und sogar für Links- und Rechtshänder die Karten auffächerbar, so guckt er auch drauf, finde ich spannend. Ja. Ja. So, ne, also ich habe jetzt gerade, ich muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt gerade zum Beispiel Gasha, ne, von Board Game Circus, das ist ja schon bei so eins der, ja, das Neueste quasi, ne, das habe ich mir jetzt gerade mal angeguckt. Einfach mal, um so ein Bild zu machen nochmal von den Sachen. Ja, genau, also diese, das scheint hier, habt ihr genau so, wie du es gerade sagtest, ne, das scheint so die Kriterien, es kommt immer so schön und nochmal so als Fazit, das ist immer ganz schön, ne. Ja, ja, weil nicht jeder liest die komplette Rezension. Und wir haben also inzwischen einen ganz schön guten Ruf, auch gerade in der Verlagswelt. Und die Leute wissen, wenn sie uns Rezensionsspiele schicken, das kann manchmal ein bisschen dauern, aber es erscheint zuverlässig eine Rezension. Und die ist wirklich gründlich und ernsthaft. Und ich habe selber schon mal Rückmeldung gekriegt. Da habe ich ein Spiel rezensiert, das heißt Top Words. Das habe ich in der Version von Parker. Das ist so ein bisschen wie Scrabble. Und dann kannst du sogar die Buchstaben übereinander legen. Das ist mit also, so Plastikbuchstaben. Du stapelst so, oder? Du stapelst die. Ja, genau. Okay. Und jetzt gab es eine neue Version. Und da habe ich ziemlich drüber hergezogen, weil das Design war so OP-grün und weiß. Und dann habe ich dazu geschrieben, das muss eine OP-Schwester gestaltet haben. Das schaut ja scheußlich aus. Und habe dann aber ernsthaft reklamiert, dass bei den Buchstaben, die waren quadratisch, N und Z fast nicht auseinanderzuhalten sind und dass ich, wenn das mein Spiel wäre, ich mir das mit dem Strich markieren würde. Ja, und in der Tat, ein paar Wochen später wurde ein Brief an mich weitergeleitet von dem Verlag und die gesagt haben, ja, ihr habt recht, das stimmt, das berücksichtigen wir in der nächsten Auflage. Und so hoffe ich einfach auch, dass dieses Thema der Generationentauglichkeit ein Stück weit auch bei den Verlagen ankommt und so ein bisschen Einfluss nimmt dann auch auf die Produktion. Das ist ja dann auch so ein bisschen Feedback, was einem halt auch positiv bestimmt, mit seiner Sache weiterzumachen. Genau. Also man schreibt halt nicht nur irgendwie ins Leere und weiß nicht, wer es liest, sondern wenn du da die Rezensionen schickt man ja normalerweise eher in die Verlage nochmal einen Link, aber das ist dann auch bei den Verlagen halt nicht untergeht, sondern dass halt durchaus drauf geguckt wird. Und wenn dann tatsächlich zurückkommt, ja, da ändern wir was, dann, ja, wie du sagst, schon ein Zeichen dafür, dass man auch so ein gewisses Standing hat und halt auch ernst genommen wird mit dem, was man da macht. Genau, genau. Und wir machen so, also bei uns eine, die andere, die pädagogische Kraft, nee, das ist nur, Entschuldigung, das wäre anders, die Chrissy ist das, die ganzen Rezensionen sammelt, die das ausdruckt und sammelt. Und dann entsprechend den Verlag schickt, was wir von ihnen rezensiert haben. Also die kriegen von uns immer zuverlässig Rückmeldung. Wirklich noch gedruckt? Okay. Ja, dann wird es mit Sicherheit gesehen. Ist ein Argument. Da ist natürlich was dran. Ja, ist was dran. Ne? So ich kenne es halt nur von uns. So unsere E-Mail. Rezensionen gehen halt dann an die Kontaktperson per E-Mail. Ja, ja, ist ja auch normal. Ist immer die Frage, wie viel Aufwand man damit betreibt. Ne? Und wir kommen da vielleicht noch drauf, dass wir jetzt letztes Mal auf der Messe in Essen, auf der Spiel, ja selber mit dem Stand vertreten waren. Und das mit den vielen Verlagen, mit denen wir arbeiten, das konnte die Petra nicht mehr alleine schaffen. Also da waren wir zu dritt, die also zu den Verlagen gegangen sind. Und bei den Verlagen, also den deutschsprachigen Verlagen, wo ich war, dem musste ich niemanden erklären, was unser Verein ist, was das Siegel ist. Die kannten das alle. Also ich denke, durch diese Arbeit hat sich das ganz schön etabliert und verbreitet. Ja, stark, ne? Weil ich finde das deshalb so faszinierend, weil ihr sitzt in Bayern eigentlich so, aber trotzdem, und das finde ich so spannend, die Leute, die das Siegel mitvergeben, die sitzen ja nicht in Bayern oder nicht zwingend in Bayern, die sind ja überall verteilt, wenn ich das so richtig verstanden habe eben. Ja. Und das heißt, ihr habt ja eine, ich sag mal, obwohl es aus dem Spieletreff herauskam, sag ich mal, wenn ich das jetzt mal so runterbreche, habt ihr auch eine unglaubliche Reichweite euch geschaffen irgendwie damit, ne? Das finde ich, und das ist ja auch irgendwie was
sich sonst keiner so auf die Fahne geschrieben hat, darauf zu achten, oder? Das scheint, ja, oder gibt es noch andere? Ja. Ne? Das ist halt schon spannend. Hm. Also der Punkt ist einfach diese unbändige Energie von der Petra. Also sie hat dermaßen Power und immer neue Ideen und geht auf Leute zu und netzwerkt. Und sie arbeitet ja auch wissenschaftlich in dem Bereich, hat da ihre Bachelorarbeit zum Thema Generationenspiel gemacht und ist eben auch in der Szene der Leute, die da so ein bisschen wissenschaftlich drauf gucken, auch vernetzt. Also das ist viel die Initiative von ihr und sie hat mich ja auch mitgerissen. Und das war dann irgendwann so, wir sind ja befreundet, war sie mit der Familie hier und ihr Mann arbeitet bei Würmgold. Und damals kam das Kartenspiel Drachensachen raus und das hatte ich mir dann bei der Spieleoffensive bestellt und habe dann gedacht, Mensch, das kann ich ein bisschen fördern und schreibe eine Rezension auf Spieleoffensive. Und wie die Familie da war, dann sagt die Petra, Mensch, du kannst eigentlich ganz gut schreiben. Hättest du nicht Lust, für unseren Verein Rezensionen zu machen? Ja, und dann gestern ist die 150. Rezension erschienen. Also ich bin voll dabei. Wow, war auch schon eine Menge. Ja. Und es sind also täglich so, Von der Gruppe, ne? Also wir sind ja eine Gruppe so von 10, 12 Leuten bundesweit, die rezensieren. Also die 150. Von dir ist quasi jetzt erschienen, meinst du? Genau. Und dann nicht im Blog, ja, ich wollte gerade sagen, weil 150 und jeden Tag eine, dann wäre er ja noch gar nicht so aktuell. Nee, das sind 1100 Spiele, die uns auf dem Blog sind. Also vielleicht nochmal zurück zum Generationenspiel, ihr beiden, ich hatte jetzt schon genannt, die Super Mega Lucky Box. Also ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich euch das alles aufsagen kann. Ich habe es nicht komplett im Kopf. Also, ich gehe mal von neu nach älter von der Siegelvergabe. Skyo. Die wandelnden Türme. Jamaika. Seven Wonders Architects. Can't Stop. Juicy Fruits. Quango. Heckmeck am Bratwurm-Eck. Detective Club, Splendor, Quicks, Lama, Billabong, Memoir und das allererste war das Patchwork Express von Hugo Rosenberg. Also das sind die bisher vergebenen Siegelspiele. Wie oft vergebt ihr diese Siegel? Wie oft macht ihr das? Im Jahr 4 bis 5. Also wir müssen uns da ja nicht absolut festlegen. Das ist einfach mehr liegt mal was oben auf und manchmal müssen wir überlegen. Aber so 4 bis 5 und bei der Münchner Spielwiesen, das ist so eine Spielemesse in München, da gibt's dann die Gala, wo die Siegel dann offiziell vergeben werden mit einem Tamtam. Für das Vergangene, seit der letzten Messe quasi angelaufen. Genau, dass man das persönlich übergeben kann und dann kriegen die Leute das vom Verlag manchmal. Sind die Autoren da, also es kriegt dieses Siegel, das ist wie so ein Bambi, so ein Teil, kriegt der Verlag und kriegt die Autoren. Ja, das würde mich mal interessieren, wenn ihr das Siegel vergeben habt, ich sehe mir das hier gerade an, ne, dieses Generationsspiel-Siegel. Ihr sagt, gebt dem Verlag ja sicherlich auch Bescheid, dass ihr das vergeben habt, oder? Das kriegt ihr doch gespiegelt, natürlich. Oder? Ja, genau. Ja, gibt es denn da irgendwie eine Reaktion oder sowas? Also bewerben die das dann auch damit? Also es wäre mir jetzt noch nicht so richtig aufgefallen, muss ich jetzt gestehen. Aber ja, das ist unterschiedlich. Also erstmal müsst ihr euch vorstellen, dass sie natürlich, wenn die das Siegel bekommen haben, dann haben die schon die erste, zweite, dritte Auflage gedruckt. Und ich habe jetzt das Can't Stop letztens erst noch mal gekauft, um es zu verschenken. Und da war unser Siegel dann aufgedruckt. Stark. Also wenn es dann wieder gemacht wird, steht denen das frei, das Siegel zu drucken. Manche wollen es, manche nicht. Und es gibt Verlage, die freuen sich ein Loch, also wie zum Beispiel das Quango, das haben wir ein ganzes Stück weit mit bekannt gemacht. Da hat uns der Verlag dann für den Messestand so ein Riesen-Quango vorbeigebracht, weil er es so klasse findet, wie wir das Spiel unterstützen. Und bei manchen anderen geht es vielleicht so ein bisschen unter, aber das ist ja dann nicht unsere Aufgabe. Nee, das stimmt. Also hier super mega Lucky Box, ja, das finde ich auch. Jetzt überlege ich gerade, was ich kannte. Ich habe nicht alle davon gespielt, die du genannt hast, aber viele davon kenne ich tatsächlich. Und das super mega Lucky Box, das ist tatsächlich auch so ein super Bingo, ne, irgendwie so ein bisschen, ne, so das ist ja gefällt mir auch gut, muss ich sagen. Ja, wobei man so ganz 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 einfach ist es dann doch nicht.
Also du musst schon aufpassen, wenn du Leute mit am Tisch hast, dass sie dran denken, ihre Boni da abzukreuzen und dass sie auch wissen, welcher Bonus was bedeutet. Also so ganz banal ist es nicht. Aber es macht einfach Spaß und bisher kam es in jeder Runde einfach gut an. Ja, das stimmt. Aber so das Spielprinzip selber, also ich sag mal, es ist ja irgendwie schon so ein bisschen Bingo, sage ich mal, ne? Und das kann man halt schnell beibringen, ne? Also mir hat das einer mal gezeigt auf so einem Spieletreff, das habe ich auch innerhalb von einer Minute verstanden gehabt, so, ne? Ja, jetzt, wir Spieler verstehen spiel ich natürlich sofort. Viel, klar. Ja, für uns ist es banal, ja. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, banal und hin und her, ne? Also schon ein witziges Ding irgendwie, ne? Ja, cool. Ich bin tatsächlich über den Splendor bei sowas schon so ein bisschen überrascht. So im Hinblick, dass das ja schon jetzt nicht mehr so unbedingt auch von der Thematik für mein Gefühl ältere Menschen abholt. Es wird aber gespielt. Und es lässt sich auch wunderbar erklären und man kommt gut rein. Und ich habe in meiner eigenen Spielegruppe, ich habe ja hier auch eine Gruppe, einen, der arbeitet mit Leuten mit psychisch Kranken und das ist bei denen ihr absolutes Lieblingsspiel in der Tagesstätte. Das kommt total gut an. Cool. Ist auch ein super Spiel. Ich finde es halt einfach super spannend, weil vielleicht ist da tatsächlich auch dieses etwas sehr veraltete Weltbild vielleicht, wie Jörg ja auch sagte, dass er gesagt gekriegt hat, ja, da wird nur Rummy Cup gespielt. Dass man sich da halt echt noch schwer von lösen kann, dass halt so, ich sag mal, solche modernen Brettspiele da auch tatsächlich in dieser Generation jetzt ankommen. Ja, und es ist unterschiedlich. Also nochmal eine nette Geschichte von der Messe. Also wir haben da ja Tische gehabt und die Leute konnten die Spiele ausprobieren, wir haben es erklärt. Und dann hatte ich einen Großvater und Enkel und habe den Billabong gezeigt. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Halma-Variante. Das ist eben auch was Bekannten basiert. Und bei Billabong kannst du so Kettenzüge machen, indem du die eigenen oder andere Kängurus überspringst, wenn der Platz frei ist. So, ist das nicht sogar das Spiel, was gespielt wurde, als wir bei dir waren? Doch, ich glaube schon. Ja, das hatten wir doch. Ich glaube schon. Und ich glaube, in unseren Rückblicken drin. Ich erinnere mich. Ja, das hatten wir. Ich wollte das nämlich gerade sagen. Wir hatten das in unserem Rückblick drin und haben uns noch über die Erstversion davon ehrlicherweise ein bisschen lustig gemacht, weil es so ein bisschen einfach aussah, sage ich mal so vorsichtig. Ich habe die erste Version noch mit so einem aufrollbaren Plan von Franjo, ja, Anno Domini. Ja, das wirklich, ich sag's dir ehrlich, ich kenne das Spiel nicht so, also ich habe es jetzt nur gesehen, tatsächlich, aber ich sag ja, du weißt ja, was wir hier auch so machen, diese Rückblicke, diese Boardgame-Geek-Rückblicke und da kam das halt tatsächlich vor, weil es halt in diesem, ich weiß nicht in welchem Jahr, es war einfach zum eines der höchst gerateten Spiele war und da wir das beide nicht kannten und dann haben wir halt diesen Spielplan gesehen und diese, ich sag mal, Miepel. Da muss doch schon ein bisschen, ja, muss doch schon ein bisschen lachen, ehrlicherweise, ne? Aber nichtsdestotrotz, es war ja auch das eins der höchstgerateten Spiele. Es kommt ja auch nicht von ungefähr irgendwie, ne? Na, vor vielen Jahren. Ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich den Platz nicht mehr erreichen, aber es hat ein schönes neues Design bekommen. Und was ich jetzt in dem Zusammenhang erzählen wollte, da an einem Tisch mit dem Opa und den Enkeln, dass ich gesehen habe, dass der Enkel dem Opa bewusst einen Zug kaputt gemacht hat. Und dann habe ich gefragt, spielt ihr manchmal Schach? Und sagt der Opa, ja. Also wenn dann so wirklich alt und jung an einem Tisch sitzen und sowas spielen, ich finde es super. Ja, total. Ich finde das mega faszinierend, das ist toll. Ich meine, das ist natürlich auch einer der Punkte, den ich bei unserem Hobby einfach so toll finde, dass man sich auch an Spieletreffs und so weiter, auch wo ich hingehe, in verschiedensten Altersgruppen einfach zusammen an den Tisch setzt und ein Spiel zusammen spielt. Und es interessiert überhaupt keinen, wie alt die Mitspieler sind. Ne? So, ja. Und das finde ich ja sowieso grundsätzlich schon mal wirklich toll, weil man alle auf dieses Hobby spielen runterbrechen kann. Ne? Aber natürlich sind die Interessen, sag ich mal, von einem 10-Jährigen trotzdem noch ein bisschen anders und von einem, sag mal, 75-Jährigen, was der vielleicht noch leisten kann, in Anführungsstrichen, ohne es jetzt böse zu meinen, ne, da ist ja auch jeder Mensch komplett anders, dass das natürlich schon sehr, sehr unterschiedlich sein kann, ne, und darum finde ich es halt toll, dass ihr toll und auch spannend, da so einen Blick drauf zu werfen, welche Spiele sind für beide gut, ne, also das. Ja, und denk mal, was sonst auch das Spiel des Jahres ja auch leistet,
so ein bisschen Orientierung zu Weihnachten oder für Geburtstage, dass man sagt, ah, das ist was, das kann ich problemlos kaufen, das ist dann mit Sicherheit gut, wenn das Siegel drauf ist und das kann man dann in der Familie einfach mal auf den Tisch bringen. Es geht ja nicht nur um Kind und Opa, es geht ja auch Kind und Eltern oder Eltern und deren Eltern. Da gibt es ja alle möglichen Konstellationen. Und wenn du da eine Orientierung bietest, welche Spiele da gut taugen, ich glaube, da sind wir gut dabei. Ja, absolut. Ne? Das finde ich auch. Ja, vor allen Dingen, ja, ich denke mir auch immer, ne, also das ist ja immer die Frage, ich finde, bei euch ist so schön klar, was auch gemeint sein soll irgendwie so. Ne? Beim Spiel des Jahres, das darf man ja kaum laut sagen, tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Ne? Wenn da so ein Spiel ausgezeichnet wird, da manchmal fehlt mir so ein bisschen der Hintergrund. So, ne? Wann wird ein Spiel des Jahres, wann nicht? Ne? So, was soll es erfüllen? Ne? Also mein Gips wird natürlich erzählt. Wir sind da nicht mehr die Zielgruppe. Wir sind Kenner bis Experten mit viel, viel Spielerfahrung. Und das soll einfach das Spiel fördern für Leute, die sich einmal im Jahr vielleicht ein Spiel kaufen. Ja, und dann nehmen sie einen Pöppel mit. Genau. Ja, ist auch so. Das stimmt. Jetzt muss ich auch mal fragen. Wir waren ja, du hast ja gesagt, ihr seid aus einem, ja, ich sag mal, Spieletreff entstanden, wenn ich das ganz grob gesagt irgendwie am Anfang. Ja, ne? Ja. Und ich finde es jetzt spannend, dass ihr zum Beispiel einen Stand auf der Spiel hattet letztes Jahr. Das finde ich mega interessant, weil ich mir überlege, naja, dieser Stand war ja jetzt auch nicht so klein. Ne? Und ich denke mir halt so, ich sag mal so, was ist euer, oder warum macht ihr so einen Stand? Denn ich sag mal, ihr seid ja trotzdem, also was Siegel ist natürlich nicht lokal, aber euer Treff ist natürlich sehr lokal mit in Bayern verortet. Ne? Mit was für einer Message geht ihr zu so einer Messe und sagt, so, das lohnt es jetzt für uns, einen großen Stand hier hinzustellen und uns zu präsentieren. Ne? Aber was, ich sag mal, mit was für einem Ziel geht man auf die Messe? In dieser Form. Also mit dem eigenen Stand, das haben wir jetzt einfach mal ausprobiert. Wie ist das? Wie ist das zu stemmen? Wie viel Arbeit macht das? Und natürlich macht es den Sinn, uns einfach nochmal bekannter zu machen, das Siegel noch mehr zu etablieren. Natürlich wurde nebenbei für den Spieletreffen Pfarrkirchen geworben. Aber wer aus Essen auf der Messe war denn jetzt da aus der Gegend? Vielleicht haben die das dann zumindest mal gehört. Aha, da gibt's was. Aber vielen sagte das was. Und wir haben natürlich am Stand die Spiele mit Siegel vorgestellt und haben die auf dem Weg gefördert. Und die Leute haben sich gewundert, dass wir die nicht verkaufen. Also es ging mehr so drum, anzubieten, generationenübergreifend das einfach mal auszuprobieren und da miteinander zu spielen. Das war erstmal das Ding. Und auf der Messe haben wir sowieso, was wir machen, ist die Kontaktpflege zu den Verlagen. Es gibt zu allen etablierten Verlagen Pressetermine. Du schaust nach neuen, da gibt's dann die Ersttermine, also die ganz normale Kontaktarbeit bis hin Presseevents oder dann diese Verleihung der Preise, da waren wir mit dabei. Also das ist aber natürlich nicht an den Stand gekoppelt. Und so konnten es natürlich ein paar Leute auch am Stand besuchen, dass wir uns ein bisschen vernetzen. Also dass man jetzt sagt, das ist für uns jetzt unbedingt zwingend nötig. Nein, aber ein Fehler war es auch nicht. Aber man muss natürlich dann denken, da ist aus Niederbayern jetzt ein Transporter unterwegs mit den Tischen, mit den Regalen, mit den ganzen Spielen, mit Essen für uns, für die Leute, mit Werbematerialien und. Das war schon eine ganz schöne Logistik. Und wir sind ja alle ehrenamtlich und etliche haben dafür den extra Urlaub genommen, um da zu kommen. Manche hatten die Anfahrt nicht so weit, die also dann so aus der Gegend waren, aber die meisten kamen dann doch aus Bayern. Und das war ein ganz schöner Aufwand. Und wir waren auf zwei Hotels verteilt. Und rein logistisch und kräftemäßig, also ich war hinterher komplett platt. Das glaube ich dir sofort. Was spricht aber natürlich auch auf der anderen Seite für euch als Verein und für eure Mitglieder, ne? Dass man sich diese Aufgabe, ich nenne es mal in Anführungszeichen, antut, diese weite Strecke und diese vier harten Tage oder wahrscheinlich mit Mittwochs ja schon dann 5 Tage, das auf der Messe zu begleiten. Das spricht ja wirklich dafür, dass da Mitglieder sind, die wirklich hinter dem Verein stehen, die da mit Herzblut dabei sind und
das halt wirklich gut finden, was ihr macht. Ja, ja. Und dann haben wir natürlich dann auch gleichzeitig, wir schaffen miteinander was, war das natürlich auch eine gruppendynamisch fördernde Geschichte innerhalb des Vereins, weil ich sehe ja viele Leute auch nur ab und zu. Ne? Ja. Ja, aber ja, wir müssen mal sehen. Und der Clou war natürlich, dass dann von 4 Wochen später war dann die Münchner Spielwiesen. Und da war der Verein auch wieder mit einem großen Stand beteiligt und da hatten wir dann die Gala. Also das war schon ein Kraftakt, das alles miteinander und hintereinander auf die Reihe zu kriegen. Aber das ist ja dann unsere Entscheidung und auch von der Petra, ob sie sagt, das traut sie sich zu, das nochmal alles zu stemmen. Weil mit der Münchner Spielwiesen sind wir halt als Verein auch gut verbandelt und eng verbunden und das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ja, das ist, aber das liegt natürlich auch ein bisschen näher, muss man natürlich auch mal sagen. Ne? Ja, ja. Aber gut, aber auf der Spiel hast du sie halt alle, ne? Da sind sie halt wirklich alle, ne? Verlage wie, weiß ich nicht, Blogger, Presse, was es so alles gibt, ne? Was so alles in dieser Spiele-Bubble rumläuft. Die sind natürlich dann auch alle da, ne? Ich habe mich auch sehr gefreut, als du mich angeschrieben hast, willst du nicht mal vorbeikommen, unseren Stand angucken oder so. Das fand ich schon, ja, klar. Fand ich schon sehr, sehr cool. Das haben wir wirklich auch gerne gemacht, ne? Da sind wir auch quasi sofort drüber gekommen. Ja, also wir haben uns ja eher kennengelernt, Jogi, weil wir beide Beiträge liefern für ein Brettspiel-Teddy. Ich glaube, so ist das zustande gekommen, ne? Ich glaube, ja, das ist richtig, ja. Ganz genau, also wenn ich darüber nachdenke. Ja, wahrscheinlich ist das so, ja. Das ist gut möglich. Mhm. Ja, und es ist genauso wie der Olli, der Brettspiel-Teddy und auch du, sprecht halt so richtig schön Ruhrgebietsdeutsch. Da fühle ich mich gleich zu Hause, weil ich komme ja aus Waldrop, nördlich von Dortmund. Und wenn jemand schon so ein bisschen nach Heimat redet, das zieht mich sofort an. Oh, wunderbar, das freut mich ja. Finde ich ja immer spannend, muss ich sagen, weil ich, man hört es ja selber nicht reden, also schon, aber man kriegt das ja nicht so mit und den Bayer erkennt man halt immer sofort und der Rheinländer hier, der glaubt ja eigentlich, dass er ganz gutes Deutsch und dialektfreies Deutsch spricht, aber im Endeffekt hört man dem Rheinländer das, glaube ich, trotzdem an, so ein bisschen. Ja. Und witzigerweise, also wenn ich in meinem Dorf bin, merke ich, ob die Leute aus meinem Dorf sind oder aus dem Nachbarort Datteln. Ich behaupte, das höre ich dann auch raus. Aber hier, wenn ich jetzt in Franken bin, das überfordert mich, das leiste ich hier nicht. Nee, okay. Ah, herrlich. Ja, das finde ich aber schön. Ja, genau, der Teddy, ja, der Olli, mit dem, der ist auch ein guter Typ. Ja, aber das heißt aber eigentlich auch, dass ihr nicht nur, ich sag mal, hier auf dem Blog präsent seid, sondern du bist ja auch noch dann tatsächlich auch anders präsent, ne? Also wir reden ja jetzt hier von unserem Brettspiel-Teddy, muss man sagen, ist ja ein YouTube-Kanal und ja. Da bin ich ja also mit dem Dan zusammen, also als Dice Brothers unterwegs und du bist ja auch bei YouTube unterwegs, wenn ich das so mal sagen darf. Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin jetzt seit einem knappen Jahr in Rente und ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit für mein Hobby. Und ich habe natürlich über Jahre die YouTube-Szene auch beobachtet und viele Kanäle, die ich auch regelmäßig schaue oder geschaut habe und habe festgestellt, zum einen, wir, die wir viel spielen, kommen immer mehr auf die komplexeren Sachen und auch auf englischsprachige Titel und so weiter. Das wird einfach immer komplexer. Und wahrscheinlich kennst du auch den Ben vom Brettspielblog, bin ihm natürlich schon inzwischen persönlich begegnet, der hatte ab und zu seine Mama da. Mama hat dann erzählt, aus Oldenburg, glaube ich, ist die, was die mit ihren Freundinnen spielt. Und dann dachte ich mir, das ist interessant. Ich möchte wissen, was die älteren Leute untereinander spielen, was sogar in ganz einfachen Sachen drin wäre. Und das hat mir auf YouTube so ein bisschen gefehlt. Und dann habe ich so den Gedanken langsam geschmiedet, da was zu machen für den Verein, also den Kanal da zu bedienen, den es schon gibt. Und ich habe hier so eine Buchhändlerin, da haben wir dann mal Video gedreht mit der Buchbesprechung. Dann hat die mir gezeigt, wie das geht, am Handy dann aufzunehmen und zu schneiden. Ja, und so bin ich da jetzt unterwegs. Es ist jetzt gerade die 19. Folge erschienen, die 20. ist in Warteschleife. Und da geht's natürlich speziell um Generationenspiele oder Spiele, die uns jetzt halt auf der Ebene gefallen. Und ich habe immer wieder mal ein Thema, dass ich sage, was ist ähnlich wie Kniffel, was ist ähnlich wie Schach oder so Erinnerungen an ältere Spiele.
Und dann habe ich immer wieder Interviews, weil ja auch nicht nur den Verein, auch mich interessiert, kann man Spiele in der Schule einsetzen als pädagogisches Mittel oder Freizeitmittel und kann ich Spiele auch therapeutisch einsetzen. Und da bin ich auch immer wieder mit Interviews unterwegs. Und mir macht das einfach Spaß. Und ich mache aber nur alle 14 Tage eine Folge, damit mich das nicht stresst. Also ich würde mehr Abonnenten kriegen, wenn ich da fleißiger wäre. Aber ich weiß, das ist ein Marathonlauf und da mache ich ein bisschen langsam. Da können wir den Lied von singen. Ja, da bist du aber dann als Paul unterwegs oder als Spielecafé? Spielecafé der Generationen. Und dann heißt, so heißt es auch der Kanal. Gäste. Bitte? So heißt auch der Kanal, ist richtig, ja? So heißt der Kanal. Also der Unterschied ist, Kanal und Verein heißt Spielecafé der Generationen und unser Blog heißt jungundaltspiel.de. Hat sich einfach so ergeben. Und auf dem also? YouTube-Kanal des Vereins hast du immer mal wieder, da war jetzt eine Ansprache von der Merkel, die uns da Gelder gegeben hat, dann jetzt zu der Gala von der bayerischen Familienministerin, die ein Grußwort gesprochen hat. Aber was jetzt interessanter ist, viele Spiele, die das Siegel bekommen haben, haben auf unserem Kanal ein barrierefreies Video. Und das ist ganz, ganz langsam und deutlich bebildert erklärt. Das kann ich eben auch einsetzen mit Behinderten, mit älteren Personen, mit spielunerfahrenen Leuten, die einfach mehr Zeit brauchen, um das zu verstehen. Also klasse. Barrierefreie Spielregeln haben wir da auf dem Kanal. Und das ist einer aus der bei uns aus der Gruppe, der sich mit sowas beschäftigt, der mir dann auch den Jingle für den Kanal gemacht hat, dass ein bisschen fetzig was zwischen ist. Also das ist dann einfach Teamarbeit. Aber ich habe so das Gefühl, dass die anderen das klasse finden, dass ich das mache. Und die finden es auch gut, dass ich das mache. Also da drängt sich jetzt keiner vor. Ich hätte sofort gesagt, wer mitmacht, darf da mit. Aber die sind ganz froh, dass ich das mache. Vielleicht wollen sie dann diese Arbeit dann doch nicht antun. Du, es will auch nicht jeder vor eine Kamera. Also ich habe damit kein Problem, aber viele genieren sich das oder fühlen sich unsicher. Ist ja okay. Nee, das kennen wir auch. Das kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich, dass das nicht alle wollen. Also ich habe auch schon Spielrunden gehabt, die haben gesagt, so, wenn ihr das aufzeichnen wollt oder sowas, dann würden Leute nicht mitspielen wollen. So, ne? Das gibt es tatsächlich auch. Ja, das schon. Ja. Aber dann machen wir mal einen Shutout hier, ne, ein Shootout, ne? Also Spieletreff der Generation, Spielecafé der Generation. Guckt euch den YouTube-Kanal an, wenn euch das interessiert. Ne? Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit habt ihr auf jeden Fall verdient. Und wer das jetzt hier hört und sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal ein bisschen Liebe, ein Abo dalassen und mal reinschauen. So. Packen wir auf jeden Fall in die Show. Dankeschön. Machen wir natürlich auch. Vielleicht kann ich euch jetzt auch noch von meinem eigenen Treff erzählen. Ich bin Bibliothekar, habe hier in Weißenburg die Stadtbibliothek geführt und habe natürlich auch Spiele verliehen. Habe immer wieder mal Spieleveranstaltungen gemacht, die waren eher mau besucht. Es waren aber dann immer die gleichen Leute da. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so das kann doch nicht sein, dass es so wenig Spieler hier gibt. Und habe hier ein Brettspieltreff gegründet. Und zwar wohne ich über einer Kneipe. Und da konnte ich erstmal in das Nebenzimmer. Und habe Leute, die mich angesprochen haben auf Spiele, denen habe ich gesagt, gebt mir eure E-Mail-Adresse. Ihr kriegt von mir nur eine Mail mit dem nächsten Termin und in kurze Erinnerung, kurz bevor der Spieletreff ist. Ja, und mit der Zeit, das war jetzt 5, 6 Jahre her, haben immer welche Leute welche mitgebracht oder das hat sich rumgesprochen. Und jetzt sind da so um die 20 Leute, die da monatlich kommen. Und durch Corona hat es jetzt ergeben, dass die Kneipe im Prinzip geschlossen ist. Also die Wirtin hat noch eine zweite Baustelle. Und da haben wir die ganze Kneipe. Und das ist natürlich super klasse. Ich mache den Termin von einem zum nächsten Mal. Und wir haben dann die Kneipe für uns und können da wunderbar zocken. Und dann hast du eben die Leute, ich sag mal so, die 40-Jährigen mit dem schwarzen T-Shirt, die dann diese Hardcore mit Miniaturenzeug spielen und die sind aber sich selbst genügsam, die bringen das selber mit. Und dann hast du auf der anderen Seite ganz normale Leute, Lehrer, Erzieher, ganz querbeet und da spielen wir einfach so die einfacheren Sachen. Und ich bin da unterwegs und erkläre das und
Was mich vor allem begeistert ist, dass die Leute sich dann unabhängig davon nochmal verabreden, dass sie sich zum Teil da angefreundet haben auf diesen Treff. Also das hat mich echt begeistert und ich mache das mit Spaß ganz regelmäßig. Ja, stark. Schön fand ich jetzt die Formulierung, die Typen mit den schwarzen T-Shirts und den Miniaturen spielen. Ach, herrlich. Da kann ich mal direkt angesprochen. Meistens staunen die so aus. Bisschen fettige Haare, bisschen Übergewicht. Ja, okay, Entschuldigung, das war gelästert. Ach, weißt du. Fettige Haare kann ich schon gar nicht mehr haben, ich habe aber kaum noch Haare, darum trage ich ja auch das Toupet des modernen Mannes, nämlich die Käppi. Sehr cool. Ja, das heißt, aber das ist natürlich auch eine schöne Entwicklung. Ne? Ich finde da auch diese, man sieht ja viele Spieletreffs, die tatsächlich immer die gleichen 4,5 Gestalten kommen. Ne? Also ich meine nicht so ungut, ich meine, es ist trotzdem gut, ne? Aber wenn man ein bisschen Initiative zeigt, zeigt das auch, da kommt was bei rum am Ende. Ne? Weil es gibt mehr Spieler, denke ich, und es gibt, glaube ich, auch genug Leute, die sind Spieler, die wissen es noch gar nicht. So. Richtig, also und letztens haben mich welche gefunden, wir haben hier einen Ort, der ist 20 Kilometer weit weg, die haben eine Facebook-Gruppe. Da habe ich vor einem Jahr reingeschrieben, dass es hier in Weißenburg einen Treff gibt, der hat mich jetzt gefunden. Und die sind ganz begeistert. Und die wohnen hier in Weißenburg. Die haben von dem Treff nichts gewusst. Ich mache natürlich auch nicht so riesig Werbung in der Bücherei. Hier ist halt ein Aushang oder wer es weiß, weiß es. Aber ich mache da nicht so ein großes Penelope drum, weil zu stark soll es ja auch nicht wachsen. Ich muss das ja immer noch bewältigen. Ja klar, natürlich. Also das ist schon Arbeit. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Man macht zwar gerne und es ist Freizeit, aber es kostet natürlich Zeit. Ne? Jetzt muss ich nochmal fragen, euer Verein hier, wie viele Mitglieder habt ihr? Wie viele sind das? Kann ich dir nicht sagen. Müsste ich nachfragen, weiß ich nicht im Kopf. Also es gibt die Mitglieder, du hast natürlich dann wieder diese stillen Mitglieder, die einen Beitrag zahlen, du hast die Förderer. Klar. Also das ist schon eine ordentliche Summe. Der Clou ist, also Petra ist jetzt dann noch zwei Schritte weitergegangen und in dem Ort hat sie ein Konzept erstellt für ein Jugendzentrum. Weil das lag relativ brach. So, natürlich hat das geklappt. Das ist der Segen und Fluch zugleich, weil sie hat jetzt noch mehr Arbeit und leitet dieses Jugendzentrum, was jetzt verknüpft ist mit unserem Spielecafé. Also wir sind da als Verein ein Stück weit Mitträger von diesem Jugendzentrum. Und natürlich arbeitet sie da auch wieder mit Spielen. Also das weitet sich immer weiter aus. Wow. Krass. Genau, wow. Ja. Das ist wirklich ein Wow. Das meine ich auch ziemlich ernst. Das ist so, also diese diese Petra, sie kenne ich jetzt persönlich nicht, aber die muss ja schon dreimal spalten, irgendwie, so wie sich das anklingt, so was sie so alles für Projekte startet und was da los ist. Also das ist schon beeindruckend, muss ich sagen, was da jetzt so ist. Aber mal so eine andere Frage noch, die mich ja natürlich auch interessiert. Ihr seid ja ein Verein. Wenn man jetzt sagt, boah, das ist echt eine gute Sache, das gefällt mir richtig gut, was sie machen, wie kann man euch fördern, wie kann man euch unterstützen, was kann man tun, um zu sagen, das finde ich echt gut, da tue ich mein Schärflein zu oder was kann ich tun, um euch voranzubringen, so als Otto-Normal-Brettspieler? Ja, also das Einfachste ist eine Fördermitgliedschaft, also dazu findet man Unterlagen auf unserer Homepage, natürlich auch, wo man was spenden kann. Und wir haben jetzt gerade wieder Leute gesucht, die mit uns rezensieren, haben da sechs neue Rezensenten an Bord, die sich so langsam jetzt einarbeiten. Also da sind wir momentan gut ausgestattet und auch im Social Media Team ist jetzt jemand neu. Also überregional, glaube ich, sind wir mit Helfern, mit praktischer Arbeit im Moment gut ausgestattet. Aber wenn man uns folgt, auf Facebook oder auf Instagram, dann kriegt man schon mit, wenn irgendwer von uns Hilfe schreit und sagt, wir brauchen da oder da nochmal Unterstützung. Ja, also das heißt, vielleicht kann man ja auch mal proaktiv auf euch zugehen, wenn es jetzt jemanden gibt, der gerne Rezensionen schreibt und sagt, wow, da habe ich Lust zu, da sagt er auch nicht nein, wenn der sich meldet und sagt, hör mal, hier, ich hätte dazu Bock und einmal die Woche oder alle zwei Wochen eine Rezension, das schaffe ich oder so, das wäre schon drin. Ja, sehr gut. Ja. Also ist schon gut, manche schaffen eine Rezension im Monat, weil nicht jeder ist Rentner, es sind also viele Familienmütter, Familienväter, die das dann auch noch so nebenbei machen, ne? Und das läuft dann so, dass wir das alles natürlich erstmal begleiten, bis jemand völlig drin ist, wie das funktioniert. Und bekommt dann ein passendes Spielepaket
und kann die Sachen dann testen und drüber schreiben. Natürlich ist das ehrenamtlich. Und ab und zu gibt's da mal ein Spiel als Belohnung so ungefähr. Aber das ist Spaß an der Freude. Und mir selber macht das unheimlich Spaß, Spiele zu testen und drüber zu schreiben. Und es gibt den Vormittag, wo meine Frau zum Malkurs ist. Das ist dann immer so meine Zeit, wo ich am Rechner sitze und die nächste Rezension schreibe. Und mir macht das unheimlich Spaß. Ja, total. Also das kennen wir ja auch. Ne? Kann der Michael ja auch sagen. Der Michael ist ja sogar noch mehr der schriftliche Mensch bei uns. Ne? Das stimmt. Also ne, aber wir mögen das hier ja auch nicht machen, wenn wir uns nicht gerne über Brettspiele unterhalten, schreiben oder wir filmen es ja auch, ne, und rezensieren würden. Also das ist ja auch eine tolle Sache. So, ne? Und ja, ja. Auch wenn's man mal, muss nur sagen, wenn man sich da engagieren will, das ist schon ein gewisser Zeitaufwand. Ne? Das muss man einfach wissen. Ja. Ganz klar. Ja, man muss tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, dass man den Spaß am Spiel nicht verliert, wenn man sich zu sehr reinsteigert. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Hobby so, dass man sich da irgendwie, dass dann, wenn man dann in bestimmten Bereichen dann zu ernst nimmt, ein Hobby, dass es dann halt nicht mehr ein Hobby ist, sondern ein Beruf und ja, dass dann irgendwann der Spaß dran verloren geht. Genau, genau. Und deswegen zum Beispiel habe ich auch die Grenze gezogen mit meinen 14-tägigen Folgen auf YouTube. Und ich war als Berufstätiger auch öfter ehrenamtlich unterwegs und weiß jetzt einfach irgendwann Nein zu sagen. Ich sage, es wird mir zu viel. Das muss aber jeder einfach selber für sich sehen, wo seine Grenze ist. Klar. Klar. Aber das geht uns ja auch so, ne? Also das kann man ja einfach auch mal spiegeln hier. Also wenn wir machen ja zwei Videos die Woche, ne? Und da müssen wir uns manchmal auch ganz schön strecken, dass wir das irgendwie, wir sind ja auch alle berufstätig hier, dass wir das vernünftig produziert bekommen, hinbekommen. Es muss ja auch bearbeitet werden und so weiter. Das ist schon, da steckt auch viel, viel Saft drin, so, ne? Und viel Zeit, viel Herzblut. Und ja, klar. Aber das ist ja, geht ja allen so, die sowas machen, ne? Und ja. Vereinsarbeit, egal in welcher Form, ist ja auch immer mit Zeitaufwand verbunden, ne? Immer. Ja, wobei wir versuchen natürlich, den Verwaltungsaufwand, also dass wir uns mit uns selber beschäftigen, das möglichst gering zu halten. Ne? Naja, klar, das ist auch sinnvoll. Ja, und was natürlich auch eine schöne Belohnung zum Beispiel war, also einmal natürlich Messe Essen und Münchner Spielwiesen, da triffst du ja zig Leute und lernst neue Leute kennen. Und ich wurde dann geschickt zu den Birex-Tagen nach Merseburg, wo ich den Olli auch kennengelernt habe. Und das ist dann klasse, wenn du so richtig so nur mit Leuten aus der Szene zu tun hast und alle sind Spiele verrückt, das ist einfach klasse. Und bis jetzt sind es alles nur nette Leute. Ich habe das Gefühl, dass Brettspieler gesellig und verträglich sind. Ich meine, es gibt das Hobby ja auch ein bisschen her, ne? Ich wollte gerade sagen, also wenn ich das Hobby so als Stinkstiefel findet man auch schwierig Mitspieler, ne? Wenn man alle irgendwie so, wenn man irgendwie so ein schlechte Laune Mensch ist oder irgendwie ein Stinkstiefel, sag ich mal so vorsichtig. Ja. Ne? Aber gebe ich dir recht, das macht wirklich Spaß. Gerade bei solchen Events, ne, wenn man die ganzen Leute trifft, das ist schon wirklich toll, ja. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Irgendwas wollte ich noch sagen und das habe ich vergessen. Das gibt's so einfach gar nicht. Verdammt. Gab es denn, sag genau, mit dem Thema Highlight, da wollte ich noch eine Frage stellen. Also gab es ja schon mal so diesen Moment, wo einer gesagt hat, irgendwo, ich habe mir das Spiel geholt, weil ich euer Siegel gesehen habe. Gab es da schon mal so einen, der ich persönlich nicht, gesagt aber ich hat, bin danke? Sicher, dass es anderen passiert ist. Also mir ist es noch nicht passiert. Ah, okay. Aber dann bleibt das vielleicht noch. Halt, ja, aber ich merke halt so, sei es jetzt auf der Messe oder wenn ich jetzt selber mit Leuten was spiele und zeige denen aus dieser Auswahl was, dass die schon recht begeistert sind. Und der eine oder andere fotografiert dann den Deckel und sagt, ja, kaufe ich mir. Ja, das ist ja quasi das, ne? Im Endeffekt hast du ihnen ja quasi sogar das Spiel ja verkauft, in Anführungsstrichen, aber zumindest empfohlen, ne? So, ja. Stark. Ja, vielleicht kommt der Tag auch noch. Sowas glaube ich auch mal schön, wenn mal einer sagt, so wegen euch habe ich das Spiel gekauft und war toll oder so. Ja, ich denke immer, man sollte nicht unterschätzen, wie weit sich das inzwischen verbreitet hat und wie viele Leute davon wissen. Also wir sind dann immer wieder selber überrascht. Also gerade, wie ich erzählte, in Essen mit den Verlagen, die wissen sofort, wer ich bin. Also ich habe jetzt auch ein Interview gemacht mit Uwe Rosenberg, der wusste, wer ich bin. Also das ist schon schön. Auf jeden Fall. Das ist ja auch, ich sag mal,
Das unterschätze ich, glaube ich, überhaupt. Das unterschätze ich gar nicht. Und ich glaube, das ist ja auch einfach auch Lohn für die Mühe, in Anführungsstrichen, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, irgendwie der Bekannteste der Szene zu sein, sondern es ist ja wichtig, wenn so ein Verein bekannt ist, was ihr macht, eure Ziele bekannt sind. Und die Leute haben ja dann auch wirklich Bock, sowas zu unterstützen. Also sowas, ich könnte mir ja vorstellen, dass es relativ immer mit offenen Armen auch gesehen wird irgendwie, oder? Das, also ich denke ja, nicht, dass man da groß gegen ist unsere kommt, Erfahrung, oder? Ja, genau. Ja. Ja, also das ist schon genial. Ja, ich finde es also ja auch genial, Beispiel, ne? Hm. Verzeihung. Beispiel neu im Beratungsteam ist die Brettspielakademie. Also mit der hatte ich jetzt auch Kontakt, weil ich gesagt habe, da möchte ich mal mehr erfahren, weil die genau auch die Zielrichtung hat, Einsatz von Spielen in Pädagogik. Mit der treffe ich mich in Nürnberg für ein Interview. Das war auch einfach eine offene Tür. Also es war sofort klar, die wusste, von woher ich komme, wer ich bin. Klar, mache ich, freue ich mich, treffen wir uns. Super. Ja, stark. Na gut, die kenne ich jetzt gar nicht so sehr, tatsächlich, muss ich gestehen. Ja, siehst du, es gibt so viel. Ja. Also gerade auch diesen wissenschaftlichen Bereich, was es da alles gibt, Da blickt man normalerweise als normaler Spieler ja gar nicht durch. Nee, ich glaube, das ist auch, ich glaube, du hast ja auch schon mal so schön gesagt, ich glaube, so, wo wir schon mal so gequatscht haben, es gibt ja in der Bubble nochmal Bubbles. So, genau. Ne? Ja. Also, und ich sag mal, dieser wissenschaftliche Bereich, ich meine, was ich ja sehr schön fand, dass die Spiel hat ja in den letzten Jahren da diese Educator Days und wie, ich glaube, so hieß es, ne, gemacht und so weiter, wo genau diese Leute und diese Institutionen ja auch Plattformen bekommen inzwischen, ne? Wo man sich ja dann auch wirklich schlau machen kann und sowas. Das finde ich auch gut. Ja, und an dem Educators Day hat unsere Petra auch einen Vortrag gehalten in dem Saal. Ja, das überrascht mich jetzt ehrlicherweise nicht. Generationsspiele, ja. Also die ist da irre vernetzt und anerkannt. Und, ja. Ja, mittendrin kann man sagen, ne? Dass wir da mittendrin sind. Auf jeden Fall. Das finde ich toll. So, das ist genial. Ja, also dann hoffe ich ja, dass ihr dieses Jahr auch wieder auf der Spielemesse zu treffen seid. Werdet ihr da sein? Bist du da schon? Ich denke eher ja, aber ich habe noch keine offizielle Entscheidung gehört. Okay. Also auf jeden Fall ist Ferienwohnung Hotel ist schon mal reserviert. Also das ist schon mal fix. Ja, wenn ihr da seid, können wir euch natürlich besuchen. Ja, aber auf die Messe müssen wir ja sowieso, ob mit Stand oder ohne, muss man ja, also sind wir sowieso. Also als Person, als Verein. Um da die Kontaktarbeit weiter zu machen, ne? Ja, klar. Das habe ich mir schon gedacht. Meine Frage zielt jetzt aber auch auf den Stand so ein bisschen, natürlich, klar. Aber wenn ihr da seid, dann hoffe ich ja, dass wir uns da sowieso über den Weg laufen oder uns gezielt treffen, um da natürlich auch ein Pläuschen halten zu können. Nochmal ja, außerhalb da habe ich keine Podcasts Sorgen. Hier. Nee, mache ich mir auch keine. Freue ich mich sehr drauf. Aber hier so bei der Spiel doch in Dortmund oder so, die jetzt, ja gut, wenn der Podcast online geht, war sie schon, aber da seid ihr nicht zugegen. Nein, das ist zu aufwendig und für mich ist es einfach zu weit zu fahren. Gut, aber die Spiel doch ist doch auch noch eine zweite. Genau, die ist ja noch am Bodensee. Bodensee ist noch mal was und wo unser Verein jetzt vertreten ist, da bin ich selber in Urlaub in Frankreich, ist auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg im Juni. Da ist irgendwie so Veranstaltung in Schulen und dann ist die Petra mit einer zweiten Frau mit dabei, die machen dann Stand für den Verein auf dem Evangelischen Kirchentag. Also, jo, ich sag ja, Power ohne Ende. Ja, das will ich auch so sehen. Krass. Ja, wow. Also, ich muss sagen, es fasziniert mich doch sehr, wie nicht lokal ihr seid am Ende, ne? Es fängt hier an mit, ihr kommt aus Bayern, aber eigentlich sind wir überall. Ja. So, das finde ich stark. Ja, das ist stark. Und was ich eben auch so faszinierend finde, ist das einfach, das ist auch so eine Idee von dem Treff, da mal zu schauen, naja, wir spielen ältere Leute mit und dass sich dann daraus diese Idee entwickelt und was draus geworden ist. Das ist schon wirklich faszinierend. Und ich hatte jetzt, bei mir geht die nächste YouTube-Folge jetzt am 6. Mai online, habe ich ein Interview mit Tom Werneck gemacht.
Das ist ein Begründer von Spiel des Jahres und er erzählt eigentlich eine ähnliche Geschichte, dass die in der Kneipe bei so einem Messetreff in Nürnberg beieinander saßen und haben gedacht, wir müssen irgendwie so einen Preis kreieren. Und dann ist Spiel des Jahres entstanden. Also ist genauso irre. Von zwei, drei Leuten eine Idee, die zusammenhocken und was daraus entwachsen kann. Also, toll. Bei einem Bierchen, ne? Und heute der wichtigste Spielepreis, den es ungefähr gibt, ne? Ja, so ungefähr. Ja. Ja, das ist auch eine krasse Geschichte. Das ist ja super spannend. Das muss ich mir anhören. Also das finde ich wirklich, wirklich interessant. Ja, oder anschauen, ja. Wichtig ist ja, was er sagt, nicht wie er aussieht. Ja. Nee, und es ist so faszinierend, dass er sagte, die haben also 78 einen Probelauf gemacht, 79 wurde dann Hase und Igel der Preis. Und die mussten sich ja untereinander verständigen. Und wir machen das heute irgendwie über Teams, über Internet. Na, die haben sich Briefe geschrieben, die zwei, drei Tage unterwegs waren. Er hatte dann ein Faxgerät, das 40 Kilo gewogen hat aus seiner Firma, wo er dann sich mit Fax verständigen konnte. Also das ist so lange gar nicht hier, aber es ist ganz anders, ganz anders. Wahnsinn, ne? Also weil da kann man nicht genug den Hut vorziehen vor solchen Sachen, ne, finde ich. Ja, weil für uns ist easy going. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir verständigen uns über Teams. Das ist überhaupt kein Problem, dass einer in Bremen, zwei in Ostfriesland, zwei sitzen im Saarland und so verteilt sich das dann und wir kommen da einfach kommunikationsmäßig ohne Probleme zusammen. Ne? Ja, quasi in Echtzeit. Das ist schon mit der heutigen Technik ist das super einfach. Ja, wow. Also ich finde es stark. Also ich finde, ich habe wirklich Respekt vor dieser Arbeit, muss ich sagen. Das ist, kann ich gar nicht, kann ich nur meine Käppi vorziehen. So. Und ich hoffe halt, dass euer Weg da irgendwie noch so richtig schön viel weitergeht, dass euer Siegel vielleicht auch noch Aufmerksamkeit bekommt. Ich will es nicht als doch größere Relevanz noch bekommt irgendwie tatsächlich. Ne? Sich noch besser oder noch mehr etablieren kann. Dass es dann vielleicht auch so eine Mini-Marke wird vielleicht. Ne? Ein gutes Ziel. Ja. Es ist halt eben nicht irgendwie nur ein weiterer Blog, ein weiterer YouTube-Kanal, der sagt hier, das ist mein Spiel des Jahres, sondern da steckt halt wirklich was hinter, was Substanz hat und wo ein pädagogischer Gedanke, wo ein gesellschaftlicher Gedanke dahinter steckt. Und ja, sowas hat auf jeden Fall verdient, größer wahrgenommen zu werden. Ja, da braucht man ein bisschen Zeit. Also das, glaube ich, passiert einfach mit der Zeit. Auf jeden Fall. Ja, weil bei den Verlagen sind wir schon gut bekannt. Und ich habe jetzt auch auf anderen YouTube-Kanälen gesehen, wenn jetzt das Siegel vergeben worden ist, dass das dann von denen erwähnt wurde. Also, ja, wird schon gesehen. Also, werden wir auch machen, wenn wir ein Spiel vorstellen, was ihr gesiegelt habt. Dann werden wir das nächste Mal auch tun. Splendor ist leider zu spät für Asche auf unser Haupt. Aber schon eine Weile her. Haben wir schon vorgestellt. Ist schon was her, ja. Das haben wir es leider nicht gemacht. Aber wenn das kommt, dann werden wir das definitiv unterstützen an dieser Stelle. Ja. So gut und Jogi, ich ziehe meine Mütze vor zwei YouTube-Folgen in der Woche. Also, yo. Und du bist ja auch noch berufstätig, ne? Ja, Dan ja auch noch. Dan hat ja auch noch, beim Dan muss man noch dazu sagen, er hat auch noch drei Kinder zu Hause rumspringen. Die habe ich ja sogar noch nicht. Ne? Also das ist, bei ihm ist er auch noch mal mehr dahinter. Ne? Ja, klar. Das ist ja Hobby. Ne? Darauf hat man ja einfach Bock. Das macht man ja gern. Ja. Ne? Auch wenn manchmal ein bisschen Stress aufkommt. Ist halt einfach so. Ja, voll cool. Ja, also halten wir fest. Vielleicht um mal so ein, wir sind ja jetzt, haben wir schon echt eine Menge jetzt erfahren tatsächlich. Halten wir vielleicht mal fest. Mal auf eure Seite gucken. www.jungundaltspielt.de ist es, ne? Ja, in einem durch, ohne Punkt und Komma. Genau, also da kann man sich nochmal genauer informieren. Ich hab die Seite hier auch vor mir, da sieht man auch alle Spiele nochmal, die das Siegel bekommen haben. Da sieht man, wie man auch den Verein unterstützen kann, ne, was gemacht wird. Da sind die ganzen Rezensionen zu finden. Also auch ganz einfach hier, muss man sagen. Und genau. Bundeskanzlerin lächelt einen an. Ja, die Mutti. Wir haben auch ein Suchfeld, wo man dann gezielt nach Rezensionen auch nochmal suchen kann. Man kann nach Kriterien suchen. Wir vergeben ja so bestimmte Sachen. Zwei-Personen-Spiel, Kennerspiel,
sprachneutral, ist zum Beispiel auch sehr interessant in der Arbeit mit Flüchtlingen. Also da kann man sich orientieren und mal nach diesen schriftlichen Rezensionen suchen. Und wem das komplett zu viel zu lesen ist, der geht einfach nur aufs Fazit und hat in drei Sätzen das Wichtigste. Genau, und wer weniger Zeit hat, so sprich alle zwei Wochen, der guckt bei dir bei YouTube rein. Ja, und abonniert natürlich auch diesen Kanal, ist ja selbstverständlich, damit da auch ein bisschen Reichweite generiert wird, die es sich dir auch verdient habt an der Stelle. Ja, gut, und, wunderbar. Und wenn, wie gesagt, wenn ihr unterstützen wollt, hast du ja schon gesagt, spenden geht immer. Ich sehe hier auch, hier steht jetzt einfach spenden mit PayPal, das kann jeder. Jeder, der sagt, das ist unterstützenswert, ja, oder einen Euro übrig hat, haut ihn nochmal da rein. Wunderbar. So. So, jetzt haben wir genug Shoutouts gemacht hier an der Stelle. Ja, sehr cool. Ja, also ich muss sagen, jetzt habe ich den Michael irgendwie, den habe ich, glaube ich, das Wort abgeschnitten heute so ein bisschen. Es tut mir wirklich leid. Nein, alles gut, alles gut. Ich habe mich schon beschwert. Ja, okay. Ist doch schön, wenn du mal ein bisschen durch so eine Podcast-Folge führst und unseren Gast leitest und ich nicht dich immer durch die Folgen führen muss. Ach ja, ja, ich muss öfter schon mal in die Hand genommen werden, was soll ich sagen. Das stimmt, ja. Nee, aber Paul, ja, ich muss sagen... Michael, wir haben uns doch auf der Messe gesehen, ne? Michael. Richtig, ich war mit dem Yogi bei dir. Genau, und dann erzähle ich jetzt auch noch die Story, die mir so viel Spaß gemacht hat, dass in Vorbereitung zur Messe hat der Brettspiel-Teddy gefragt, ja, worauf freut ihr euch? Und ich habe ein kurzes Video gedreht mit mir, Hut und Koffer auf dem Parkplatz und warte auf den Mitnahmebus und sage dann, ach, ist ja erst September, ich gehe noch mal rein. Und du dich dann bei der Pressekonferenz zu mir umdrehst und sagst, ach, hat es jetzt mit der Mitfahrgelegenheit. Genau. Fand ich einen Knaller. Ich habe so einen Spaß gehabt. Ja, mein Highlight war natürlich, wo quasi du den Yogi gemacht hast, muss ich da sagen. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Sehr gelacht. Vielen Dank übrigens nochmal dafür. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, wisst ihr, wenn man älter wird, ich habe immer viel Blödsinn im Kopf und wenn man älter wird, dann macht man das einfach und denkt nicht drüber nach. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also das fand ich sehr spaßig. Sehr gut. Eine Ehre für mich, muss ich sagen. Eine Ehre für mich. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, eigentlich wollte ich mich jetzt wirklich auch ganz lieb bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen hier oder dich vor den Rechner zu setzen und mit uns zu quatschen und uns zu erzählen von deinem Projekt und von eurem Verein und was ihr so tut und macht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich fand es auch wirklich mega informativ. Ja, super informativ. Super cool. Vielen Dank. Ja, gleichfalls. Danke für eure Fragen, für euer Interesse und für das Forum, was ihr mir hier geboten habt oder für unseren Verein geboten habt. Wunderbar, herzlichen Dank von mir. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir ja auch schon, guck mal, über eine Stunde dran. Das ist ja, glaube ich, auch eine gute Zeit, um es zu lassen. Aber mal, wenn jetzt natürlich Zuhörer Fragen haben, ich meine, die können uns die Fragen natürlich stellen, hier gerne uns schreiben, wir leiten das gerne weiter. Wenn die aber selber Fragen haben, wie können die euch erreichen? Vielleicht können wir das nochmal sagen, falls irgendwas sein sollte, oder? Ach, der ist im Kontakt auf der Homepage drauf, das ist gar kein Problem, da ist eine E-Mail-Adresse und wer mir persönlich irgendwas kommentieren will, der kann das ja einfach unter dem YouTube-Video tun, in der Kommentarfunktion. Das sehe ich auf jeden Fall. Perfekt. Super. Ja, kann ja sein, falls irgendwie Fragen sind oder, wie gesagt, Hilfe angeboten wird oder sowas. Das Feedback kriegen wir schon weitergeleitet, da mache ich mir keine Sorgen. Auf jeden Fall. Na gut. Sehr schön. Dann danke ich unseren Zuhörern fürs Zuhören, fürs Interesse. Und euch sage ich bis zur nächsten Gelegenheit, dass man sich sieht oder hört. Ja, würde mich freuen. Vielen Dank, dass du da warst und auch alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es war informativ, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hört doch beim nächsten Mal einfach wieder rein. Würde uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal trotzdem wieder rein, damit ihr seht, dass wir es auch anders können. Aber euch wird es gefallen haben. Wenn Jörg dann wieder selber versuchen muss, das Würfelergebnis zu erraten. Ah ja, genau, richtig. Aber
Genau, ich werde es auch schaffen irgendwann, ich verspreche das, hoffe ich, mal ein bisschen großmundig. Und ja, nicht vergessen, auf die Homepage von Paul zu schauen, vom Verein zu schauen und uns natürlich auch zu abonnieren. Und ihr kennt das ja. Und ansonsten, habt eine gute Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Spielt was Schönes und viel und gut. Und ja, dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen, oder? Genau, bis in 2 Wochen. Alles klar. Ja. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.